zu Gott wenden kann, im Gebet und im Lesen der Bibel und mir da Kraft und Tröstung und Stärke erhoffe und auch weiß, dass ich sie bekomme. Ich kenne Herrn zwar nicht persönlich, aber ich habe ihn vor 30 Jahren schon erlebt. Ja. Und es kam so rüber, wie er es in seinem ganzen Leben gegeben hat. Eine Ermutigung unglaublicher Art. Der Weg hierher hat sich unglaublich gelohnt. Warum ich Christ bin? Weil ich da die Erfüllung finde, weil Jesus jeden Tag bei mir ist. Da sind so viele, das ist unglaublich, was er hier heute gebracht hat. Da bleiben ganz viele ganz tief drin. Also es war ein unglaublich toller Tag heute. Einmal eine Veranstaltung, die sagen wir, 50% mehr Leute gebracht hat wie sonst, aber das ist Peter Hane geschuldet. Nicht? Und wie er reden kann, wie er jeden ansprechen kann. Wie einfach und schlicht und doch so eindringlich. Wunderbar. Es gibt doch nichts Herrlicheres auf der Welt, wie zu wissen, wo liegt meine Zukunft und wo geht's hin. Das sollte ich wissen. Ja, also wenn ich gefragt werde, warum ich Christ bin, dann kann ich nur sagen, Jesus hat mich eingeholt. Was jetzt gesagt ist, die Auferstehung ist absolut gesichert. Absolut gesichert. Wir hatten von zu Hause schon, da wurden wir angeleitet und wir waren auch froh, sind dankbar dafür, dass wir das so erleben durften. Und auch für heute. Was der Herr Hane gesagt hat, ist sehr wertvoll. Man möchte es all behalten und weitergeben. Die Freude am Herrn, das ist meine Stärke. Und ich freue mich auch, Christ zu sein. Weil das Leben für mich ist, dass Gott in mir lebt. Ich bin Christ genau aus dem Grund, wie das der Peter Hane gesagt hat. Meine Eltern haben mir das vorgelebt. Ich habe das erlebt und habe persönlich Beziehung mit Gott geknüpft und bin froh und dankbar, dass ich diese Erziehung dahin hatte, die Lebensinhalt bei mir als Kind war und heute alle diese Erfahrungen, die meine Eltern gemacht haben und davon erzählt haben, ich persönlich auch ziehen kann im guten und in schlechten Zeiten, bei Krankheit, bei gut gehendem Leben, davon zu profitieren und Gott zu erleben in all den Phasen des Lebens. Ich bin Christ, weil mein Glaube, ja, weil Jesus Gott einfach der Einzige ist, der alles in seinem Blick hat und der, ja, weiß über mein Leben Bescheid und ihm kann ich vertrauen und das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Im Prinzip kann man das genauso sehen, auch wenn Peter Hane ja schon etwas älter ist, dann kann ich ja so sagen, ist das, was er gesagt hat, eigentlich noch aktuell. Ich stimme ihm auch zu, ich finde, dass man als Christ eine tolle Basis für sein Leben hat mit Jesus, auf die man sich gründen kann, egal in welcher Lebenslage und das ist auch was, was nicht irgendwie mit der Zeit verloren geht. Der war letztes Jahr schon in Haigerlangenaubach beim Fest über Himmelfahrt, da hatte ich das erste Mal mit ihm zu tun, da hatte ich für die Wetzlarer Neue Zeitung und die Dill-Zeitung das Interview vorher gemacht und wir hatten über das Jahr noch Kontakt und er hatte mir dann einfach Bescheid gesagt, als er herkam und gesagt, wie sieht's aus, wollen wir nochmal? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, ist ja auch eine super Werbung für die Veranstaltung hier. Das sind im Prinzip zwei. Einmal war es das, was auch in der Überschrift gelandet ist, die war, es gibt zu viele Mitläufer, was Peter Hane gesagt hat, wo er gesagt hat, unter den Christen gibt es einfach viele, die nur noch so mitlaufen und sich irgendwie gar keine Gedanken mehr machen, um was geht es und die Botschaft irgendwie weitertragen. Dass es im Prinzip einfach so an Lebendigkeit verloren geht und irgendwie so an Kampfgeist für die Sache und die Überzeugung, das auch irgendwie rauszutragen. Und der zweite Punkt, der im Prinzip wichtig war, war, dass er gesagt hatte, dass man als Christ heute, was er auch eben eingangs gesagt hat, sich manchmal so ein bisschen rechtfertigen muss, so nach dem Motto, Sie sind doch eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch, warum denn jetzt auf einmal Christ? Das passt doch überhaupt nicht zusammen und das sehe ich auch nicht so. Auf der Suche nach Wahrheit, sagt er das ja immer. Wir suchen nach Wahrheiten, wo findet man noch Wahrheit? Und er sagt damit auch in der Presse nicht immer. Klar, man fühlt sich jetzt so ein bisschen angesprochen, wenn man selbst da arbeitet, aber eigentlich auch nicht direkt, weil man selbst tut ja alles dafür, dass es bei der Wahrheit bleibt. Aber es lässt sich ja einfach nicht irgendwie verkennen, dass es immer mal vorkam, wie er gesagt hat, bei dem RTL-Reporter, wo das jetzt rausgekommen ist, oder auch bei der Relotius-Affäre vom Spiegel, dass eben nicht alles, was so in den Medien unterwegs ist, pauschal der Wahrheit entspricht. Das soll man prüfen. Und natürlich kann jeder, der das mit Überzeugung macht und der da arbeitet, versucht ja immer, das genau so zu machen. Aber diese schwarzen Schafe gibt es eben überall. Und da muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen. Also nach der Ansprache von Peter Hane fällt mir ein, dass Christen eigentlich einen Grund zur Freude haben, auch wenn es Tage sind, die nicht so gut sind. Das habe ich auch in meinem Leben erfahren, von daher bin ich noch Christ. Christ sein bedeutet für mich oder hat von Anfang an bedeutet, nach Hause zu kommen. Es gibt mir Halt und ich bin angekommen.
Es gibt mir Halt im Leben und hoffentlich auch im Sterben. Also ich bin in einem Elternhaus von Namenschristen aufgewachsen. Und als ich in dem entsprechenden Alter war, konnte mich also die Kirche nicht, der Pastor nicht mehr festhalten. Der hat jedes Jahr über die Not in der Welt gesprochen. Das war für mich keine Antwort auf meine Fragen als junger Mensch. Und ich bin dann ab in die Disco mit meinen Freunden und so, die haben mich eben gelockt. Und habe um gläubige Menschen einen großen Bogen gemacht. Wollte mit denen nichts zu tun haben. Ich bin total abgedriftet in Atheismus. In meiner Schule, auf dem Gymnasium war ich, wurden Drogen gehandelt und so weiter. In der Klasse, im Erdkundeunterricht neben mir hat er gesessen, hat sich das Zeug reingezogen, war abgedriftet. Also ich bin durch Gottes Gnade, vorlaufende Gnade bin ich. Ich will jetzt nicht meine ganze Geschichte erzählen. Durch einen Menschen, der alles andere als fromm war, das war ein ehemaliger Drogendealer, der sich für auf der Intensivstation, nachdem er sich zu viel gespritzt hatte, zu Jesus geschrien hatte, wenn es dich gibt, soll mein Leben dir gehören. Diesen Menschen bin ich begegnet. Ich hatte große Klappe gehabt, vorher politisch aktiv gewesen und mir ist nichts mehr eingefallen. Mir ist die Klappe runtergefallen und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen und habe dann nach und nach verstanden, dass die Bibel einfach wahr ist. Ich bin Christ, weil Gott einfach eine große, große Gnade mir gegenüber geschenkt hat und mich einfach gerettet hat und mir seine Liebe gezeigt hat. Und deswegen bin ich Christ, weil ich total mich auf den Himmel freue. Deswegen. Ich bin Christ, weil ich wie der Peter Hane auch als Kind schon mal in der Kinderstunde Jesus begegnet bin. Aber ich habe dann große Zweifel gehabt und habe Gott auch auf die Probe gestellt. Und Gott hat sich mir einfach gezeigt und hat bewiesen, dass er da ist, wenn man betet, wenn man in Not ist. Und deswegen will ich daran nicht mehr zweifeln. Ja, ich bin Christ, weil Gott mich geliebt hat, bevor ich ihn geliebt habe. Und ich einfach weiß, dass er da ist und dass ich mit allem zu ihm kommen kann. Und das gibt mir eine Hoffnung, die mir sonst nichts anderes geben kann. Ja, ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie ich zum Glauben kam. Ganz einfach, weil ich dazugehören wollte. Ich wollte dazugehören bei der Heerschar von Glaubensgeschwistern, die eine Gewissheit haben, in den Himmel zu kommen. Etwas anderes gibt es nicht mehr in meinem Leben. Vielen Dank. Also ich bin Christ, weil das die einzigste Wahrheit überhaupt ist und unsere Bestimmung, weshalb wir überhaupt hier auf der Erde sind. Warum bin ich Christ? Also ich bin auch schon als sehr junger Mensch Christ geworden tatsächlich. Ich war 5 Jahre alt, als ich mich dafür entschieden habe. Für mich macht das einfach Sinn tatsächlich. Gott ist mir schon in vielen, vielen verschiedenen Situationen einfach begegnet, wo ich ganz klar sagen konnte, das war er. Ich habe einen schweren Autounfall überlebt als Kind, wo ich komplett nichts hatte und eigentlich hätte tot sein müssen. Das war so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben auch. Und ja, ich sag mal so, das ist immer so die klassische Frage, kann man Gott sehen oder wo erkennst du Gott? Ist für mich immer die Frage, glaubt man an den Wind beispielsweise? Und den Wind können wir auch nur sehen, wenn er in den Bäumen weht oder im Gras. Wir können die Auswirkungen sehen, wir können den Wind spüren. Aber den Wind als solches Element wirklich sehen, klassisch, können wir auch nicht. Und trotzdem glauben wir, dass es ihn gibt. Und das ist für mich so eine gute Beschreibung, auf die Frage, gibt es Gott oder glaubst du an Gott? Ich glaube an Gott, weil es Sinn für mich macht und weil ich ihn sehr häufig schon erlebt habe. Und es ist immer schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Also man kann Leben alleine leben. Und selbst wenn es keinen Sinn machen würde und am Ende sich herausstellen sollte, dass es alles Quatsch war, bin ich froh zu wissen, dass ich mein Leben trotzdem so leben konnte, in der Gewissheit, dass ich nicht alleine war. Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich bin Bruder Lukas, der Initiator von der geistlichen Gemeinschaft, jetzt im Kloster Altenberg. Seit Oktober sind wir 6 Männer hier und versuchen uns einzuüben ins klösterliche Leben. Die Sehnsucht nach gemeinsam Leben ist sehr groß. Die Fähigkeit, gemeinsam zu leben, ist eher gering und ich buchstabiere auch bis heute, ja, mit großer Differenz
Leben lernen, da doch jeder charakterlich ganz anders ist, auch ich. Und dennoch von unserem Herrn her ein Wort, eine Weisung da ist: Wisset, ihr seid eins. Und oder Johannes sagen kann, wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, in dem ist nicht die Wahrheit. Und da spüre ich schon, wie tagtäglich im gemeinsamen Leben, ja, gerade dieser Satz abgerufen wird und ich selbst daran geprüft werde. Und da buchstabiere ich. Der heutige Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist etwas, ich würde es mal so sagen, wo ich auf den Geschmack gekommen bin. Mir war wichtig mein Konfirmationsspruch. Herr, wohin sollen wir gehen? Ich habe lange in meinem Leben gesucht. Meine Mutter ist zwar Jüdin und vom Glauben her war immer eine Resonanz bei mir da, aber nie so, dass ich sagen kann, Heureka, also jetzt habe ich es erkannt. Und das habe ich in Jesus Christus tatsächlich gefunden. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, das heißt für mich selber, das ist der, wo mir Gott ganz nahe kommt. Und ich lebe aus dieser Beziehung bis zum heutigen Tag. Das war sicher auch vor 42 Jahren der Grund, warum ich in die Christusbruderschaft Selbitz eingetreten bin, wo der Glaube noch mal ganz konkret in Gemeinschaft gelebt wird. Und das war mir auch sehr wichtig, dass ich nicht Insulaner bleibe glaubensmäßig, sondern den Glauben in Gemeinschaft, praktisch in der Kirche leben kann. Die Juden in der Schweiz, die waren schon auch ghettisiert, zum Beispiel im Kanton Aargau, ist das ganze Endinger Tal, dort gibt es keine Kirchen, sondern gibt es in jedem Dorf nur eine Synagoge. Und die waren auch immer eingeschränkt. Allerdings einen großen Genozid gab es in der Schweiz wohl nicht, aber immerhin, Juden mussten sich auch immer der Mehrheit fügen. Meine Mutter oder die Vorfahren jüdischer Seite, die sind immer gut, so habe ich den Eindruck, gut durchgekommen, waren anerkannt. Und wenn immer ich als Kind irgendwo war, haben sie gesagt, das ist ein Tödli. Das war das jüdische Geschlecht. Aber mein Großvater war so beliebt, dass es keine Schande war, sondern es war immer sehr schön. Ich vertraue dir.